lange Nacht der Kirche. Geschätztes Publikum, herzlich willkommen hier in der katholischen Pfarrkirche Erstlismatt zu der langen Nacht der Kirche. Ein ganz langen Abend, ein langes Konzert erwartet uns, das aber sicher nicht langweilig wird. Es wird ein ganz vielseitiger Abend, wo ihr euch darauf freuen dürft, mit Formationen, die man auch schon hier in der Kirche gehört hat und auch Sachen, die man wahrscheinlich in der Kirche so noch nie erlebt hat, wie heute Abend. Es soll nicht nur eine lange Nacht von der Kirche sein, sondern auch eine lockere Nacht. Es ist auch die Idee, dass man zwischen den Vorträgen mal den Platz wechseln kann. Das hat eine Lichtshow. Oder wenn ihr wahnsinnig Hunger habt, darf man auch mal rausgehen während dem Konzert. Und natürlich auch viel lieber, es dürfen auch nach wie vor während dem Konzert Leute einkommen. Die lange Nacht der Kirchen ist eine europäische Aktion, die es nicht nur in der Schweiz gibt. Das erste Mal hört sie aber Kirchen aus dem Kanton Luzern auch mit dabei. Im Kanton Luzern sind es rund 100 Kirchengemeinden und Vereine, die mitmachen. Ich finde das sehr eine eindrückliche Zahl, wenn man sich überlegt, wir haben 80 politische Gemeinden im Kanton Luzern, aber 100 Kirchengemeinden oder Vereine machen heute mit bei dieser Aktion. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Da zuerst einmal eben ein vielseitiges und wunderschönes Konzert. Und das Ziel von der langen Nacht der Kirche sollte es sein, dass man die Kirche eben auch ein bisschen anders erleben kann. Und ich bin sicher, das können wir heute Abend. Die Aktion die hat es schon viermal gegeben. In der Zentralschweiz macht zum Beispiel auch der Kanton Zug mit. Im Kanton Luzern jetzt heute eben zum ersten Mal. Aber zu diesem Abend gehört natürlich auch, dass ihr möglichst viel geniessen könnt, zurücklehnen, den Freitagabend geniessen und möglichst wenig mir zuhören. Und darum würde ich sagen, geht es jetzt gerade los mit den ersten Sängerinnen, die wir geniessen dürfen. Es sind Solistinnen aus der Solo-Gesangsshow von der Brigitte Lanker-Schmid. Und die erste Sängerin macht sich schon bereit. Es ist Laura Zurkirchen. Einen Applaus. Wir freuen uns auf Laura. Sie singt uns Happier von Ed Sheeran.
Alles Solistinnen übrigens von Estismatt, die wir da heute Abend geniessen dürfen. Als nächstes jetzt Sarah Krummenacher, einen Applaus. Die lange Nacht der Kirchen bietet uns wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und jetzt auch bei diesen Solistinnen hören wir ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Jetzt hören wir nämlich ein klassisches Stück von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Zauberflöte. Die Arie von der Pamina. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden, ewig hin mein ganzes Glück. Das ist Sarah Krummenacher. Thank you.
Sarah Kromracher und als nächstes hören wir Janine Bier. Einen Applaus. Janine, auch bekannt als Bisha, hören wir mit Oceans von Hillsong United. Thank you.
Janine Bieri. Als nächstes hören wir Vanessa Morina. Sie singt ein Stück von der Adele, und zwar Love in the Dark. Thank you.
Vanessa Morina. Und als letzte Solistin aus der Solo-Gesangsshow von der Brigitte Lanker-Schmid hören wir jetzt Karin Bieri. Da jetzt wieder ein klassisches Stück Voige Sapete aus Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Karin Bieri ist das gewesen. 5 Solistinnen haben wir jetzt gehört, alle von Ashley's Matt. Ein wunderschöner Auftakt von dieser langen Nacht der Kirchen da in der katholischen Pfarrkirche Ashley's Matt. Und jetzt, nach den einzelnen Solistinnen, gibt es jetzt einen ganz grossen Chor. Wir freuen uns auf einen vereinten Kirchenchor von Ashley's Matt, Wicke und Marbach. Und ich würde sagen, für den Aufbau, dass sie drüber dafür zu kommen. Ein Applaus für die Sängerinnen und Sänger.
hören Kirchenchöre von Estismatt, Wicken und Marbach. Und sie geben uns jetzt einen kleinen Vorgeschmack für ihr gemeinsames Konzert, wo sie am 28. Oktober in der Kirche Marbach geben. Wir hören unter der Leitung von der Dirigentin Anna Juniki Sanctus aus und der erste Teil aus dem Agnus Dei von der Missa Brevis in B von Wolfgang Amadeus Mozart. Nachher geht er weiter, ich werde nicht reden zwischendrin, hören wir das Quoniam tu Solus Sanctus und das Cum Sancto Spiritu aus Gloria von Antonio Vivaldi. Am Orgelpositiv, das ist das Instrument dort hinten, hören wir Celia Tenore. Im Herbstkonzert ist der grosse Chor nicht einfach von einem Orgelpositiv begleitet, sondern der kommt dann noch ein grosses Orchester zu. Und jetzt viel Vergnügen mit den Kirchenchören Estismatt, Wicken und Marbach. Oh.
Verein, der Kirchenchor von Marbach, Micken und Estismann. Haben wir gehört und ich glaube, man kann sich das Datum merken, 28. Oktober dieses Jahr, das Konzert in der Kirche Marbach. Noch einmal Applaus für die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Anfang Micken. Danke, Mike. Kirchenchör natürlich, sie sind gewohnt, in der Kirche aufzutreten. Bei der nächsten Formation, bei der nächsten Gruppe, die wir hören, die sind jetzt noch nicht so manchmal in der Kirche auftreten. Wir sehen jetzt nämlich den Rock'n'Roll-Club Take It Easy. Der Club der hat 64 Mitglieder aus dem ganzen Entlebuch und noch weit darüber raus. Sie sind seit über 20 Jahren aktiv und das sehr erfolgreich. Sie haben Mitglieder mit dabei im Alter von 10 bis 65 und trainieren jeden Sonntag in der Dreifachturnhalle im Farbschach. Und sie lassen sich eben auch engagieren, zum Beispiel für Firmenanlässe, für Privatpartys, für Vereinskonzerte und neuerdings jetzt eben auch für Kirchenanlässe. Heute Abend also sehen wir sie tanzen in der Kirche, etwas ganz Spezielles, ich glaube, etwas, was es nur gibt an der langen Nacht der Kirche. Übrigens, was wir heute sehen, ist auch eine kleine Werbung für ihre Tanzshow. Die ist vom 7. bis am 11. Juni. Da gibt es noch wenige freie Plätze. Und jetzt würde ich sagen, Bühne frei oder Kirche frei für den Rock'n'Roll Club. Take it easy.
When you think hope is lost and giving up is all you got, and blue turns black, your confidence is cracked. There seems no turning back from here. Sometimes there isn't an obvious explanation why the holiest hearts can feel the strongest palpitation.
Der Rock'n'Roll Club Take It Easy ist das gewesen. Ich glaube, die nächste Predigt tanzt der Martin Walter da vorne auch nach dem. Wir sehen, hey, das geht auch in den Kirchen tanzen, sehr gut. Wir freuen uns auf die nächste Formation, den Schüler- und Jugendchor Utopia von Ashley Smatt unter Leitung von Simon Strebel. Der Chor geht seit 1998 und von Anfang an ist Simon der Dirigent, der das mit sehr viel Herzblut und Einsatz auch macht. Der Schüler- und Jugendchor Utopia ist sehr ein aktiver Chor. Sie haben sehr viel Auftritt, häufig auch hier in der Kirche. Aber sie machen auch immer wieder an verschiedenen Wettbewerben mit. So haben sie 2019 am Gesangsfest am Innerschweizerischen Zitzkirch ein vorzüglich geholt. Sie haben vorletztes Jahr der Schweizerische Folklore-Nachwuchswettbewerb gewonnen. Das ist so ein bisschen der Junioren-Schweizer Meister im Jodeln. Sie haben schon an anderen Wettbewerben erfolgreich mitgemacht, zum Beispiel am Schweizerischen Kinder- und Jugendchor-Festival im 2022 oder am Schweizerischen Chorfest in Gosso. Ebenfalls gerade etwa vor einem Jahr war das im Mai 2022. An der Orgel begleitet werden sie von Wolfgang Sieber. Das ist der bekannte Organist mit dem grossen Bart, der doch auch schon etwa da in der Kirche zuerst mal gespielt hat. Ein gebürtiger Toggenburger, der von 1992 bis 2021 in der Hofkirche zu Luzern Hoforganist war. Jetzt ist er eigentlich offiziell pensioniert, aber wie das so ist, die Pensionierten haben es fast strenger wieder vorher. Er ist immer noch sehr viel unterwegs. Er ist auch verschiedentlich ausgezeichnet worden für sein grossartiges musikalisches Arbeiten. 2009 hat er den Kunst- und Kulturpreis von der Stadt Luzern bekommen oder 2014 den Goldenen Violinschlüssel. Das höchste, was man erreichen kann in der Schweizer Volksmusik, man sagt auch etwa den Oscar der Volksmusik. Der Schüler- und Jugendchor Utopia fährt auf der Emporen oben an mit dem Wolfgang Sieber und im Verlauf von ihrem Vortrag werden Sie die auch noch da vorne sehen. Es ist ein Stück, das ineinander einfließt, das Sie jetzt geniessen können, mit ganz verschiedenen Melodien, zum Teil sehr bekannte Melodien, zum Teil ein bisschen weniger bekannte Melodien. Ich glaube, wir geniessen das einfach. Es hätte keinen Wert, dass ich jedes einzelne Ansage, jede einzelne Melodie. Wir genießen den Vortrag, der auf der Empore oben anfängt und am Schluss da unten endet. Die erste Melodie, die könnt ihr ziemlich sicher, wo sie jetzt anfängt, schaut von Berg und Tal. Am Schlagzeug übrigens wird die Formation dann auch noch begleitet von Kilian Wicker. Also, viel Vergnügen mit dem Schüler- und Jugendchor Utopia unter Leitung von Simon Strebel.
Yeah.
der Schüler- und Jugendchor Utopia ist das gewesen, unter der Leitung von Simon Strebel, begleitet von Wolfgang Sieber und Kilian Wicke. Grossartig, was uns da geboten wird, was uns da vielseitig geboten wird an der langen Nacht von der Kirche da am Festlingsmatt. Sehr ein vielseitiges Programm und es geht weiter mit der Zittergruppe Acrobaleno. Sie stellen da auf ihre Tische auf, die sie brauchen zum Spielen. Die Zittergruppe Acrobaleno die spielt in Altersheim, in Kirche. Oder eben auch an kleinen Vereinsanlässen. Kurz vor Weihnachten gibt es immer auch ein Adventskonzert in der reformierten Kirche Erstlismatt. Dazu sind alle interessierten Leute herzlich eingeladen. Und jetzt haben wir die Leute hier auf der Bühne und ich stelle sie gerne schnell auf der Bühne im Chorraum vor. Natürlich sagt man in der Kirche Bertha Haas von Marbach. Spielt mit. Dann haben wir Erika Witwer von Wicke. Rechts hinten. Dann haben wir Trud Reber von Trud. Und den Kurt Bucher von Erstlismatt. Sie spielen eben Akkordzither. Nicht gerade das Instrument, das man jetzt überall sieht und hört. Dazu braucht es spezielle Unterlegenoten. Ich schaue mir das noch schnell an. Das sind wirklich Noten, die man darunter dienen und entsprechend auch spielt. Es sind nicht zu verwechseln mit den Konzertzittern. Das habt ihr vielleicht schon im Fernsehen gesehen. Konzertzittern wird auch viel zu Österreich gespielt. Dort spielt man mit normalen Noten. Sie haben wirklich Noten, die sie unter die Seite einlegen und dann wissen, was das sie können spielen. Spielen, dass es richtig tönt. Passend zur langen Nacht von der Kirche spielen sie uns von der Gertrud Hohn aus Pfien, das ist im Kanton Thurgau, Akkordzitter-Version von Eine kleine Nachtmusik. Bekannt natürlich die Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Werk das hat vier Sätze, Allegro, Romanze, Menuett und Rondo. Sie bitten euch, dass ihr quasi das ganze Stück, die vier Sätze, geniessen und wenn es euch dann gefallen hat, dürft ihr dann am Schluss klatschen, hat die Zittergruppe mitgeteilt. Wir freuen uns jetzt wieder auf ganz feine Klänge da in der Kirche mit der Zittergruppe Acrobaleno. Viel Vergnügen!
Sittergruppe, Arco Ballino, Berta Haas, Erika Wittwer, Ruth Reber und der Kurt Bucher haben wir gehört. Und jetzt gibt es wieder ein bisschen Stilwechsel von dieser ruhigen Klang. Gibt es jetzt wieder ein bisschen lüterige Klänge und mehr Bewegung da vorne. Wir hören wieder den Rock'n'Roll Club Take It Easy. Und was wir ja auch noch sagen, was wir dazu auch geniessen werden können, im ganzen Konzert schon, ist die grandiose Lichtshow, wo der Mike Zemp verantwortlich ist dafür. Und er ist auch immer fleissig am Umbauen mit allen Helfern und Hilfen umbauen. Aber im Mike mal einen grossen Applaus. Und jetzt freuen wir uns auf den Rock'n'Roll Club Take It Easy. Wir haben die Worte schon gesehen, die können etwas. Und wenn ihr noch mehr wollt sehen, wenn ihr noch nicht genug habt von ihnen, sie haben ihre Tanzshow schon nächstens. Tanzbar heisst die Show vom 7. bis zum 11. Juni, also nächste Woche. Und es haben noch wenige freie Plätze. Die Show die findet statt in der Merzakaue zum ersten Mal. Ich kann euch wärmstens empfehlen. Zuerst genießen wir sie, aber jetzt hier in der Kirche noch einmal. Rock'n'Roll Club, Take It Easy! Sometimes I find myself longing.
So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Rock'n'Roll-Club Take It Easy ist das gewesen. Und wir kommen zum nächsten Verein, sagen wir es jetzt mal so. Und auf dem Programm könnt ihr lesen, Kirchenmusik Astrismatt. Wobei es davor hat es nicht so viel Stil, das ist ja eine grosse Blasmusik. Ja, Kirchenmusik präsentiert sich heute ein bisschen anders als gewohnt. Und zwar aus einem grossen Verein heraus, eine Quartettformation. Für Aussenstehende sagen sie, einer ist ein bisschen anders als gewohnt, aber das ist eben auch typisch Kirchenmusik, das
sie immer wieder verschiedene Projekte haben und Vorhaben und das Dorfleben auf ganz unterschiedliche Art bereichern. Die Spezialformation, das ist ein Alphorn-Quartett, das wir jetzt hören dürfen. Und zwar mit Barbara Bieri, dem Dario Studer, dem David Studer und dem Pius Zemp. Sie präsentieren sich mit den Alphörnern, und das ist nicht untypisch für Kirchenmusik, erstens mal mit Alphörnern. Da spielen sie immer wieder auf. Entstanden ist es mal für eine Reise ins Ausland, für eine Musikreise. Aber sie spielen auch heute immer wieder auf dem Alphorn, sei es auf den Beicheln, beim gemütlichen Grillieren, manchmal an einem Alphorn-Treffen oder auch mal an einem schönen Sommerabend aus dem Swimmingpool, haben sie geschrieben. Also aus dem Swimmingpool, aus dem Alphorn spielen oder auf dem Geschüttikasten, auf einer Alp. Die vielen jüngeren Musikantinnen und Musikanten, die es hat in der Kirchenmusik, die präsentieren sich jetzt eben da zum Beispiel in dieser Formation. Das ist also ein ganzes junges Quartett. Und jetzt ist es speziell, weil sie werden sich nicht da vorne aufstellen, sie werden uns quasi von außen in die Kirche einspielen. Sie finden, es sei am schönsten, wenn wir die Klänge von außen einertönen und dir quasi fast ein bisschen wie in Andacht die Alphornklänge geniessen können. Sie bitten euch dazu, sitzen zu bleiben, und jetzt ist es einfach so vor, wie es mir da aufgeschrieben worden ist. Die Kirchenmusik bietet Ihnen somit ein wortwörtlich kirchliches Klangerlebnis. Anwesenheit von Melodien ohne eine direkte Anwesenheit von Instrumenten. Laden Sie dazu ein, diesen Gedanken mitzunehmen und den Alphornklängen zu lauschen. Viel Vergnügen. Das ist das Alphornquartett Barbara Bieri, Dario Studer, David Studer und Pius Zemp. Und jetzt sind wir gespannt, woher die Klänge jetzt kommen.
Das Alphorn-Quartett von der Kirchenmusik. Erstens mal ist das Barbara Bieri, Dario Studer, David Studer und Pius Zemp. Ja, keine einmal anders erleben unter dem Motto ist die lange Nacht der Kirchen im Kanton Luzern und in anderen Kantonen und in anderen Ländern über die Bühne gegangen. Und bevor die letzte Formation dann dafür kommt, ist es im Pfarrerat ein Anliegen, Danke zu sagen. Der Pfarrerat ist stolz, dass unter dem Motto an diesem Abend ein so ein tolles Programm geboten werden konnte, dass man da zuerst mal so aus dem Vollen schöpfen im Oberländli-Buch und so ein Programm präsentieren. Wir alle sind heute Abend in Genuss von einem vielfältigen Programm und das hat der Pfarrerat erstens mal zu tun mit Unterstützung von ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen, Helfer, Freiwilligen können machen. Der Pfarrerat dankt allen an dieser Stelle, vor allem auch in den Vereinen und Gruppen, die da mitgemacht haben, getanzt haben, Musik gemacht haben, gesungen haben. Er dankt allen, die bei der Verpflegung mitarbeiten und im Unterhaltungsprogramm etwas auch für die Kinder und die Jugendlichen gemacht haben. Alle waren von der Idee von dieser Langnacht der Kirche sofort begeistert und darum haben alle motiviert mitgearbeitet, um zu zeigen, was wir hier im Oberen Entlebuch für ein fünfseitiges Vereinsleben haben. Mitgearbeitet hat vor allem auch das Oka von diesem Anlass und diesen Leuten möchte ich schnell persönlich Danke sagen. Zu Froni Wüttrich, der Martin Walter, Karin McKevitt, der Markus Stauder, der Chris oder und Renate Muff. Ein Applaus für das OK von dieser langen Nacht der Kirche. Ein weiterer Dank gebührt dem Sigo Schneider und dem Team von Mike Zemp für die Unterstützung in Technik und Werbung. Und auch ein Dankeschön in der Margit und dem Franz Krummenacher, Sigristen Paar, die an vorderster Front mitgeholfen hat. Besonders schön findet der Pfarrerat auch, dass gerade drei Kirchen mitgewirkt haben, nämlich die katholische Kirche Erstlismatt mit dem Pastoralraum Obersentibuch, die reformierte Kirche Erstlismatt und die freie Kirche Schöpfen. Und schlussendlich dankt der Pfarrerat und dann schließe ich mich an, euch geschätzte Besucherinnen und Besucher, dass ihr heute Abend hierher seid und das vielfältige Programm genossen habt. Wir hoffen alle, ihr habt Freude an diesem Abend und werdet euch mit Freude daran zurückerinnern und dass ihr nachher auch noch ein bisschen bleibt. Ich glaube, die Festwirtschaft für uns, die ist parat. Jetzt dürfen wir uns aber noch auf eine letzte Formation freuen und begrüßen mit einem Applaus den Jodelclub Erstlismatt. Jetzt geht es wieder. Der Jodelclub Erstlismatt ist gegründet worden 1962. Also ist ja gestanden, kann heute ein bisschen aufstehen. Aktuelle Mitgliederzahl 18, so jetzt sind Türen heute alle da sein. Das jüngste Mitglied 21, das älteste 75. Die Dirigentin ist Heidi Hofstetter Renkli und der Präsident der Dani Salzmann. Sie proben immer am Mittwoch und ihre Motivation sind Freude am Brauchtum und an der Geselligkeit. Und ich soll noch ein bisschen Werbung machen, haben sie mir mit auf den Weg gegeben. Die Jahreskonzerte von ihnen sind am 8. und 11. November im Mehrzweckraum Pfarrmatte. Und, wenn wir noch ein bisschen weiter raus schauen, gross an, so der nächste Ratsfestesmatt ist, das Entlebucher Jodeltreffen organisieren sie. Da freuen wir uns schon besonders drauf, wenn es wieder ist, Ratsfestesmatt ist. Am 13. Juli 2024 ist das Entlebucher Jodeltreffen, wo der Jodelclub Erstlismatt organisiert. Wir freuen uns jetzt auf vier Lieder, respektive heute, die uns der Jodelclub Erstlismatt anbietet.
Als erstes der Abendstern von André von Moos. Das Lied hat Jürgen Kubeschenswald wunderschön letztes Jahr am Zentralschweizerischen Jodelfest Andermatt gesungen und dafür auch die bestmögliche Klassierung bekommen, nämlich ein 1. Und auf Abendsingen sind dann der Krügerjutz von Erwin Mani. Und was ihr am Schluss singt, das sage ich dann zwischendrin noch, dass ihr schnell könnt verschnaufen. Also genießen wir jetzt den Abendstern und den Krügerjutz mit dem Jodelclub Eschlismatt. Oh,
Der Chöierjutz war das. Und zum Schluss von unserem Konzert hören wir jetzt noch einmal zwei Lieder vom Judoclub Bestismat. Als erstes singen sie uns das Lied von Miriam Schaffroth, unser Kirschibaum. Und zum ganz sicher gehen, habe ich vorhin schön angeschaut. Das ist das Lied, das Judoclub Bestismat in zwei Wochen, also morgen in zwei Wochen, am Eidgenössischen Judofest Zug singt. Für die, die es ganz genau wissen, Samstagnachmittag, 16.20, 20.04 Uhr, in der Aula von der Kantonsschule Zug. Es gibt ja keinen Festführer mehr an diesem Eidgenössischen Judofest. Früher war das so ein Buch. Jetzt ist das alles digital. Man kann dafür einfach Eschotsmat eingeben unter judofestzug.ch, dort bei Vorträgen. Eschotsmat, und da sehen wir alle, die Eschotsmat dort auftreten. Und so haben wir auch die Judofest Eschotsmat gefunden. Also unser Kirschibaum, das Lied singen sie am Eidgenössischen in 10 Wochen und zum Schluss, also heute singen sie es auch und am Eidgenössischen in 10 Wochen, so muss ich sagen. He? Und zum Schluss, das Lied, das sehr gut zu diesem heutigen Abend an der Kirche passt, wenn die Glocken läuten, eine Komposition von der Marie-Therese von Gunten. Freuen wir uns noch auf die letzten 10 Vorträge von diesem Abend, von der langen Nacht der Kirche da am Festismat, aber die lange Nacht, die geht ja meistens so weiter draußen in der Festwirtschaft. Da treffen wir uns sicher noch. Ich habe mich sehr gefreut, euch dürfen durch den Abend zu führen. Genießt ihn noch ein bisschen und kommt dann irgendwann gut heim an den Mitternachtsmarkt.